Frage stellt der Kollege Dr. Marco Buschmann, FDP. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben uns hier gerade erläutert, dass Sie einen Ihrer Fehler von gestern als solchen erkannt haben, dass Sie ihn korrigieren und dass Sie dafür um Verzeihung bitten. Das findet, glaube ich, breiten Respekt. Aber entscheidend ist ja jetzt, welche Konsequenzen daraus gezogen werden, indem man sich beispielsweise von einem Entscheidungsmechanismus trennt, der systematisch auf die Produktion von Fehlern angelegt ist. Und daher frage ich Sie, wann hören Sie endlich auf, zu versuchen, hinter verschlossenen Türen, im ganz kleinen Kreise, mitten in der Nacht, übernächtigt, ohne Rücksprachemöglichkeit mit Praktikern oder mit Menschen, mit Sachverstand, mit den Ministerien, über das Leben von Millionen von Menschen zu entscheiden? Wann legen Sie die Entscheidung zurück in die Hände der Parlamente? Schauen Sie, erstens, wenn es solche verschlossenen Runden wären, wie Sie es beschreiben, dann wäre ja vielleicht manchmal auch ist gar nicht so schlecht. Aber das ist leider nicht der Fall. Aber jetzt zum Ernst der Frage. Ich sehe den Kern schon. Ich habe extra eben in meinen einführenden Worten auch gesagt, dass ich alle die einbeziehen möchte, die mich unterstützen möchten. Und dazu zähle ich auch den Deutschen Bundestag, jedenfalls in seiner großen Breite. In welcher Form das besser gelingen kann, darüber muss weiter nachgedacht werden. Die Runden mit den Ministerpräsidenten sind trotzdem notwendig. Und weil vieles auf der Basis des Infektionsschutzgesetzes, was in diesem Parlament ja verabschiedet wurde, auch dann durch Verordnung umgesetzt sein muss. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Die nächste Frage stellt der Kollege Oliver Luxig, FDP. Frau Bundeskanzlerin, eben wurde ja nach Ihrer Taskforce für Schnelltests gefragt. Und da Sie sich ja mit Zahlen offensichtlich gut auskennen, möchte ich da noch mal nachhaken. Da ist drin der Verkehrsminister, der hat hunderte Millionen Euro an Steuergeldern bei der Maut versenkt. Die Maskenbeschaffung, die war doch jetzt wohl offensichtlich alles andere als effektiv und kosteneffizient. Von Provisionen mal ganz zu schweigen. Das hat jeder Discounter in Deutschland besser hingekriegt als die Bundesregierung. Und ausgerechnet diese beiden kümmern sich jetzt um die Schnelltests, was hier offensichtlich auch gar keine Teststrategie vorliegt. Deswegen ist meine Frage im Fußball, wenn es eine heftige Niederlagenserie gibt, da würde man, bevor man an einen Trainerwechsel denkt, mal überlegen, welche anderen Spieler man mal einwechseln kann. Deswegen ist meine Frage an Sie, was muss passieren? Wie hoch muss der Schaden sein, bevor Sie Ihre Aufstellung im Kabinett mal ändern? Schauen Sie, es sind die Minister in dieser Taskforce und die Ministerien, die dafür zuständig sind. Das sind diejenigen, die mit Logistik zu tun haben und der Gesundheitsminister. Zweitens, wenn Sie auf die Maskenbeschaffung noch mal zurückkommen. Das eine ist, dass da Dinge passiert sind, die sind zu verurteilen. Und das hat die Unionsfraktion nun auch ausgiebig und, wie ich finde, in sehr beachtliche Art und Weise, ich bin ja auch Mitglied dieser Fraktion, getan. Und es hat sich der übergroße Mehrzahl dieser Fraktion auch dazu bekannt, dass das, was wir getan haben, wir in unseren Eigenschaften als Abgeordneten getan haben, wenn wir uns für die Beschaffung von Masken unterstützend eingesetzt haben. Und jetzt will ich Sie noch mal erinnern, und das ist immer so, wenn eine Notsituation ist, dann kann es gar nicht schnell genug gehen. Und ich kann mich an keinen Discounter in Deutschland erinnern, der irgendeinem Krankenhaus irgendeine Maske geliefert hat. Ich kann mich nur daran erinnern, dass wir ganz sehnliche Rufe bekommen haben. Wo kommen übermorgen, überübermorgen und überübermorgen die Masken her? Das war die Situation damals. Wir haben daraus die Schlussfolgerung gezogen. Wir haben inzwischen eine eigene deutsche Fertigung und andere europäische Länder haben das auch gemacht, für Masken getan. Wir haben uns unabhängiger gemacht. Wir haben uns hier besser aufgestellt und wir haben damals dort, wo Masken bekommen waren, haben viele dazu beigetragen, dass sie zu bekommen waren. Dass es Marktverzerrungen gab in so einer Knappheitssituation, das sollte Sie nicht verwundern. Aber mit dem Blick von heute, ohne jedes Hineinversetzen in die Zeit von damals, Dinge zu beurteilen, das ist aus meiner Sicht zumindest sehr fraglich, ob das der Wahrheit in vollem Umfang Genüge wird. Ich bin froh, dass wir heute eine andere Situation bezüglich der Masken haben. Und wird auch an anderen Stellen der gesamten Pandemie fragen, ob es immer der effizienteste Weg war. Daraus wird man später noch mal Lehren ziehen müssen. Vielen Dank. Ich möchte trotzdem noch mal nachfragen.
Wir haben es ja zum Teil mit Mikromanagement zu tun. Hier ging es um Feiertagsregelungen. Hier ging es um Fragen, für die es hier im Parlament Qualitätssicherungsmechanismen gibt. Die sind auch nicht neu. Die muss man auch nicht erwägen. Deshalb frage ich nochmal, wann wollen Sie damit aufhören, solche Fragen des technischen Mikromanagements übernächtigt mitten in der Nacht im kleinen Kreise zu entscheiden und dorthin zu geben, wo es hingehört? Naja, also ich würde schon mal sagen, dass so wie hier im Parlament Sachverstand ist, auch in der Bundesregierung Sachverstand ist, bei den Ministerpräsidenten Sachverstand ist, das zeichnet unsere föderale Ordnung, glaube ich, aus. Auch Sie regieren ja in einigen Ländern mit und wissen das. Die Frage, wie man bestimmte Entscheidungen in einer so außergewöhnlichen Situation wie in einer Pandemie trifft, muss immer wieder neu betrachtet werden. Ich glaube, es gibt schon sehr viele sehr, sehr gute und gemeinsam getragene Entscheidungen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und über die Verbesserung der Arbeitsweise. Das haben wir uns heute in der Runde auch gesagt, müssen wir noch einmal, werden wir auch noch einmal miteinander reden. Also ich entnehme Ihrer Äußerung, dass Sie alles als richtig empfunden haben, dass alles gut gelaufen ist und dass dann wahrscheinlich auch im Gesundheitsministerium alles wunderbar auch mit rechten Dingen zusammengelaufen ist. Nur meine Frage ist, was muss denn eigentlich passieren? Was muss da überhaupt passieren? Ich war gerade in einem Schuhgeschäft. Da hat der Unternehmer, muss sagen, er muss schließen, weil die Hilfen bis heute nicht angekommen sind. Das liegt ja nicht am Geld. Das liegt an der Bürokratie. Das Geld ist ja da. Und deswegen ist meine Frage an Sie, was muss passieren, dass Sie da eingreifen? Ihr Minister Altmaier hat gesagt, es solle kein Job verloren gehen wegen Corona. Jetzt haben wir 100.000 Unternehmer, Selbstständige, Arbeitnehmer, die um ihren Job bangen und es liegt an der Bürokratie. Was muss passieren, dass Sie da eingreifen? Ich beschäftige mich jeden Tag damit, damit das auch ganz klar ist und mit dem, was die Minister tun und was auch die Überbrückungshilfen und Ähnliches anbelangt, dass da vieles länger dauert, als wir uns das alle wünschen, ist klar. Dass aber jeden Tag auch aus den Kreisen des Parlaments Nachbesserungswünsche kommen, ist auch klar. Richtigerweise, weil da mehr Sachverstand einfließt, was vielleicht noch nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Und insofern hat manches länger gedauert, was ich auch bedauere, aber was auch wieder mehr Möglichkeiten gebracht hat. Ich denke nur mal an die Lagerbestände in Textilgeschäften und Ähnliches, dass das mit abgerechnet werden kann. Und deshalb weiß ich, was wir den Unternehmerinnen oder auch den Geschäftsleuten und den Kulturschaffenden und vielen anderen zumuten in dieser Pandemie. Aber unser Gegner ist das Virus. Und das dürfen wir nicht vergessen.